Ich habe mir für die Fastenzeit vorgenommen, jeden Morgen, bevor ich das Haus verlasse, erstmal 15 Minuten die Hände zu falten und in der Stille zu beten. Und das ist wirklich ein großer Verzicht für mich. Normalerweise zählt bei mir morgens nämlich jede Sekunde. Mein Motto für die Passionszeit ist die Jahreslosung. Und so will ich mich an jedem Abend fragen, was habe ich heute in Liebe getan? Was ist bei mir in Liebe geschehen? Und ich hoffe, dass am Ende der Passionszeit dieser Baum an meiner Tür hier hinter mir eine Blütenkrone aus Blüten der Liebe trägt. Jedes Jahr versuche ich in dieser Zeit auf etwas zu verzichten, was ich eigentlich nicht zum Leben brauche, was mir doch irgendwie gut tut. Aber ich will versuchen zu sehen, was mein Leben wirklich trägt, was ich wirklich brauche. In diesem Jahr sollen es natürlich mal wieder die Süßigkeiten sein, auch nicht zum ersten Mal zugegeben. Komm rüber, 7 Wochen ohne Alleingänge. Es geht um Beziehungspflege. Besonders herausfordernd finde ich, wie ist das mit den Beziehungen, die ich pflege? Zu meinen Nächsten, meinen Liebsten, aber auch zu denen da drüben, zur Schöpfung, zu Gott. Ich bin gespannt auf viele neue Entdeckungen und gute Gespräche. Ich werde diesmal auf nichts verzichten. Ich will dafür aber ganz bewusst hinschauen, wo um mich herum etwas mit Liebe passiert, weil wir das so dringend brauchen.